Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 23. Februar. Unsere Tagesenergien für heute. Wir haben Ayuna als erstes Segel, das sich zeigt. Dann haben wir Anjulu. Und die dritte Energie des Tages ist Anada. Wow, wunderbar. Ja, die Einheit. Die Einheit darf wirklich auf die Erde kommen, so könnte man es vielleicht wirklich sagen. Die Einheit und die Erkenntnis, dass ich die Einheit, dass ich Gott bin, dass ich vollkommen bin, darf auf die Erde kommen. Ayuna hilft uns wirklich, diese Illusion des Getrenntseins von mir selbst, von meiner göttlichen Quelle, von anderen Menschen, von Gott, von allem wirklich zu überwinden. Und ich habe das so oft schon gesagt und ich sage es auch so gerne immer wieder. Ich glaube, das ist wirklich das zentrale Thema, um das es geht. Ja, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Wir haben uns ausgesucht, dass wir bestimmte Dinge erfahren möchten. Ja, vielleicht die Vergebung zu erfahren oder vielleicht zu erfahren, wie es ist, ja, getrennt zu sein, einfach von einem Elternteil. Vielleicht haben wir auch die Erfahrung gewählt, eine Krankheit zu durchleiden, um die Erfahrung der Heilung machen zu können. Und wir können eben bestimmte Dinge nur erfahren, wenn wir das Gegenteil kennen. Ich sage das ja ständig, mindestens einmal die Woche, diese Geschichte von Neil Donald Walsh. Ich bin das Licht, spricht die kleine Seele zu Gott, ist auch auf YouTube zu finden, ist so. Also es ist so eindrücklich, wie es da erklärt wird, weil die kleine Seele sagt, ich bin das Licht und es ist so langweilig, immer nur das Licht zu sein. Also muss ich jetzt quasi auf die Erde und eine Erfahrung machen, damit ich die Dunkelheit erlebe, ja, im Sinne von Vergebung. Also diese kleine Seele wollte irgendwas Schlimmes machen, damit sie Vergebung erfahren kann. Ja, um wiederum festzustellen, dass es das Licht gibt. Ja, das Licht ist so langweilig und wenn ich immer nur im Licht bin, dann merke ich gar nicht, dass es eben das Licht gibt. Deswegen muss ich eine Erfahrung machen, die vielleicht mal für einen Moment das Gegenteil von Licht ist. Und das ist diese Illusion des Getrenntseins, der wir eben unterliegen. Wenn wir menschliches Leben leben, dann fühlen wir uns eben nicht dauerverbunden mit der Quelle. Das hört ab dem Moment der Geburt auf, in dem wir die Einheit mit der Mutter verlassen. Und da fängt oftmals schon sofort an, das Leben grausam zu sein, wenn eine Geburt traumatisch erlebt wird oder auch wenn es schon im Mutterleib zu einem Schock kam, so dass das Baby das Gefühl hat, es ist getrennt von der Mutter, von diesem Frieden, von dieser Verbindung, die die kleinen Kinder ja noch haben. Und ja, dieser erste Start ins Leben, der oftmals panisch und hektisch war, weil irgendjemand Angst hatte während der Geburt oder vielleicht, weil es Komplikationen gab, ist oft schon diese schockartige Trennung, so dieser erste Schock des Getrenntseins von der Quelle, von der Einheit mit der Mutter. Und das Baby unterscheidet nicht zwischen der Einheit im Mutterbauch, sondern das ist die Einheit der Quelle, die wirklich stattfindet im Mutterleib. Und wenn wir eben da herauskommen, dann sind wir in dieser Welt des Getrenntseins unterwegs und identifizieren uns immer mehr mit diesem Getrenntsein. Und dieses Getrenntsein heißt primär einfach leiden, wenn wir glauben, dass wir eben getrennt sind. Ja, dann fangen wir an zu bewerten, wir fangen an zu vergleichen. Ich bin nicht so hübsch wie der oder die, ich habe weniger Geld, ich bin nicht so intelligent, ich habe nicht so einen guten Beruf, ich hatte vielleicht keine so tollen Eltern. Dann fangen wir an, Ausreden und Erklärungen zu finden, wen wir vielleicht schuldig sprechen konnten, wer dafür verantwortlich sein könnte, dass ich eben so bin, wie ich bin und dass mein Leben eben so läuft, wie es läuft. Und das ist alles nur Trennung, das ist alles nur dieser Film des Getrenntseins. Die Wahrheit ist, dass wir immerwährend mit der Quelle verbunden sind. Ja, dass du bist der Raum, in dem alles stattfindet, hieß neulich mein Tagesimpuls. Ja, und ich bin der Raum, in dem alles stattfindet. Ja, und die Worte, die ich jetzt spreche und die du vielleicht als wahr empfindest, das sind deine Worte, weil sie finden nur in dir diesen fruchtbaren Boden und kommen bei dir an, weil du eben bist, wer du bist. Und das Verstehen und das Erkennen, das ist nicht das, was ich mache, das ist das, was du daraus machst. Und das dürfen wir, und das ist wiederum Einheit, ja, zu erkennen, dass das, was du vielleicht als wahr empfindest von den Worten, die ich spreche, es ist dein Erkennen und dennoch ist es die Einheit.
Ja, weil ich in dem Moment vielleicht einfach jetzt ein Kanal gerade bin oder dir irgendwas vor Augen halte, was du ohnehin schon weißt, ja. Aber das Erkennen findet in dir statt. Du bist der Raum, in dem dieses Erkennen der Einheit stattfindet. Und ich bin der Raum. Wir alle sind eben dieser Raum. Und was uns eben in dieses Getrenntsein geführt hat oder uns in dieser Illusion gefangen hält, muss man vielmehr sagen. Wir haben es ja gewählt, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um wieder zu verstehen, was eigentlich Einheit ist. Ja, ich finde dieses Beispiel. Ich habe mal so eine Postkarte bekommen mit einem Fisch, der in so einem Wasserglas sitzt und sagt, wo ist das Wasser? Ja, oder man sagt ja auch vor lauter Wald die Bäume nicht mehr zu sehen. Und das ist genau das, wenn wir in etwas drin sind, erkennen wir es eben nicht. Und deswegen müssen wir uns herauslösen. Wir können das Licht nur erfahren, wenn wir die Dunkelheit kennen. Wenn immer nur Licht ist, dann wüssten wir nicht, was Dunkelheit ist. Und dann wüssten wir vor allem auch nicht, was Licht ist, wie sich Licht anfühlt. Dazu brauchen wir eben in unserer Dimension diesen Vergleich. Ja, und das, was uns aber dann in diesem Zustand festhält und gefangen hält in dieser Illusion des Getrenntseins, dabei unterstützt uns Ayuna wieder eben in diese göttliche Einheit zu kommen. Ja, ob das Teile unserer Seele sind, die durch Schocks verloren gegangen sind. Ja, ob da Teile in uns sind, die da gar nicht hineingehören, weil jemand anders sie hat liegen lassen. Ja, Beispiel, wenn man in einem Leben umgebracht wurde oder so, dann geht immer ein Teil der Mörderseele, geht dann in das Opfer und ein Teil der Opferseele geht zum Mörder. Das ist egal, ob wir jetzt getötet haben oder ob wir getötet wurden. Dieser Austausch ist sinnvoll, dann mit Ayuna den mal vorzunehmen, damit wieder alles dahin kehren darf und seine Rückreise antreten kann, entsprechend, ja, damit die Einheit wiederhergestellt wird. Erstmal zu dir selbst und dann zum großen Ganzen. Ja, viele haben ja auch diese Thematik, dass sie alleingeborener Zwilling beispielsweise sind. Das ist oft auch sehr schmerzhaft und auch das ist wirklich das, was Ayuna wirklich auflöst und wieder alles, was aus der Einheit und was aufgrund dieser Illusion des Getrenntseins an Leiden in uns stattfindet, das löst Ayuna auf. Ja, und mit Anjolu dürfen wir dann zu unserem göttlichen Ausdruck in seiner Vollendung werden. Ja, wie Anjolu ist der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Das ist eben die Art und Weise, wie wir unsere Göttlichkeit, wie wir unser Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, eben leben und der Welt zeigen. Ja, und durch dieses Getrenntsein und eben durch die Illusion des Getrenntseins, ich habe es vor ein paar Tagen auch schon mal gesagt, sind wir oft eben sehr darauf bedacht, nicht getrennt zu werden. Und deswegen fangen wir an, gefallen zu wollen, es anderen recht zu machen, ja, etwas zu erfüllen und Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht sind, die nicht unserer eigenen Wahrheit entsprechen. Das ist dann diese Last auch der anderen auf den Schultern mitzuschleppen. Anjolo hat ganz viel mit dem Halschakra zu tun und ist so viel mehr als nur das gesprochene Wort. Es ist die Art und Weise, wie wir leben. Es zeigt eigentlich, nimmst du Platz in deinem Leben ein? Lebst du dein eigenes Leben oder lebst du das Leben von jemand anderem? Nur eben nicht, um in dieser Illusion des Getrenntseins ja irgendeine Rolle spielen zu müssen. Ja, vielleicht, dass du dann einsam bist oder dass du Schmerzen zufügst. Und das ist das Wunderbare, was uns eben Anjolu hilft aufzulösen. Es sind oft so ganz alte Dinge, die wir in uns tragen. Ganz oft gehen die natürlich auch in andere Leben, aber auch in die Kindheit zurück, weil wir da so empfänglich und offen und auch abhängig von der Liebe und der Fürsorge unserer Eltern sind. Und es geht ganz schnell, ja, dass man gesagt bekommt, wenn du das nicht machst, dann habe ich dich nicht lieb oder dann bekommst du diese und jene Strafe. Und dann lernen wir natürlich, uns einzufügen und selbst zu unterdrücken, auf unsere Gefühle nicht mehr zu hören, sondern eher in die Anpassung zu gehen, den Platz unserer Intuition, unserer eigenen Anbindung zu lassen, um einfach ja gefügig zu sein, um geliebt zu sein. Ja, und damit gehen wir aus der Selbstliebe und verleugnen uns selbst. Und dieser verletzte göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, nämlich es resultiert ja dahingehend auch der Irrglaube, dass ich etwas besser machen muss, dass ich erstmal etwas gut machen muss, um geliebt zu sein. Ja, und es gibt gar nichts gut zu machen. Wir sind gut. Gut bedeutet Gott, wir sind vollkommen. Und wenn wir eben in dieser Illusion des Getrenntseins sind, dann glauben wir eben nicht, dass wir vollkommen sind,
dass wir schon bereits der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung sind, dann glauben wir, wir müssen noch irgendwas richtig machen, um jemanden nicht zu verletzen oder um jemanden zu gefallen, eben um nicht getrennt zu sein. Und dann versuchen wir, ein lieber Mensch zu sein, ein guter Mensch zu sein, ein Mensch, der es anderen recht macht und der beliebt ist und der in Verbindung ist zu sein, obwohl wir schon längst gut sind. Wir versuchen, etwas zu werden, was wir schon sind. Ja, und das zu begreifen, dass wir der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung sind, dass wir so, wie wir sind, gut und vollkommen sind. Das ist das große Geschenk, das uns wirklich Anjolo macht. Und mit Anada dürfen wir dieses Ich bin gut, ich bin vollkommen wirklich auf die Erde bringen. Ja, dieses Annehmen, das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt, das einfach hier auf dieser Erde ist und um diese Erfahrungen zu machen, in einer ständigen Verbindung mit der Quelle. Wir müssen nur unsere Arme öffnen, unsere Herzen öffnen, unseren Geist öffnen und wir werden unendlich beschenkt von dieser bedingungslosen, unendlich tiefen, göttlichen Liebe, die überall ist und in allem, auch in einem Konflikt, in dem du vielleicht bist, auch in einem Leid, auch in einem Schmerz, weil genau in dieser Situation ist auch die Liebe wieder zu erkennen. Vielleicht ist der Zustand für dich nicht perfekt, aber vielleicht öffnest du dich jemandem und du bekommst ein liebes Wort oder durch diesen Zustand, in dem du bist, ist da eine Erkenntnis, ein Verstehen. Ich habe es schon jetzt auch mehrfach die letzten Tage gesagt, die Situation, in der wir alle gemeinsam als Menschheit uns im Moment befinden, birgt auch ein ganz, ganz großes Wachstumspotenzial, ein Erwachen. Es muss so sein, dass mehr Menschen eben aufwachen und dass wir aus unserem Kinderglauben, aus unserem Kindsein wirklich zu unserer kindlichen Spiritualität in eine erwachsene, verantwortungsvolle Spiritualität gehen und nicht weiterhin auf dem Sofa sitzen und es uns gemütlich machen und warten, bis irgendeiner schon das Richtige tun wird, sondern indem wir das Richtige tun in jedem Moment. Und das ist eben das Geschenk in allem. Und es ist nur ein Wimpernschlag, es ist nur des Erkennens und des Annehmens, dass es so ist. Und das gesamte Weltbild verändert sich sofort. Ja, und dieses Einheitsbewusstsein, ja, oder vielmehr das Bewusstsein, dass du gut bist, dass du vollkommen bist, dass du nichts werden kannst, was du schon bist, dass du da schon bist, wo du vielleicht hin möchtest, ja, dass du und von da ausgehend alles sein lassen kannst, was es noch zu verbessern gibt, die ganze To-Do-Liste einfach ins Feuer schmeißen und sagen, ich bin da, ich bin am Ziel. Ja, dieses, ich glaube, das beinhaltet es ganz wunderbar, dieser Satz, du bist am Ziel, ich bin am Ziel, du bist da, wo du sein sollst, wo du hin möchtest, da bist du schon längst. Und dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Ayuna, Om Anjolu, Om Anada, Om Ayuna, Om Anjolu, Om Anada, Om Ayuna, Om Anjolu, Om Anada, Om Ayuna, Om Anjolu, Om Anada. Ich wünsche dir einen so gigantisch wundervollen Tag, an dem du einfach erkennen darfst, dass du gut, dass du vollkommen bist, dass du schon da bist, wo du hin möchtest. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht.
Klicke rechts, wenn du Britta's Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.